Was hält Philipp Pavlovic vom neuen Dschungelcamp-Cast? In der vergangenen Staffel wird der einstige Bachelorette-Kandidat zum Dschungelkönig gekrönt. Um seine Nachfolge kämpfen jetzt schon bald Lukas Cordalis, Claudia Effenberg, Cosimo Cicciolo, Cecilia Azoro, Tessa Bergmeier und Co. Im Promiflash-Interview berichtet der Vorjahressieger nun, was er von den neuen Kandidaten hält. Ich finde den Cast super. Mega bunt, laute Leute, lustige Leute, etwas ruhigere Leute. Ich glaube, es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige, laute Staffel. Und wir können uns auf schöne Bilder freuen. Der 28-Jährige sieht die einzelnen Teilnehmer schon in bestimmten Rollen. Ich glaube, Cosimo und Gigi werden die lustigen Typen sein. Lukas Cordalis wird eher ein bisschen zurückhaltender sein. Claudia Effenberg wird die Dschungelmama. Und ich glaube, Tessa hat es faustdick hinter den Ohren und wird für Ärger sorgen. Ein Favorit zeichnet sich Philipps Meinung nach erst nach einigen Folgen ab. Aber wem gönnt er persönlich den Sieg? Ich glaube, Lukas Cordalis hat sehr gute Karten. Aber ich drücke auch dem Cosimo und der Cecilia die Daumen. Der Reality-Star sieht zwar beste Unterhaltung auf die Zuschauer zukommen, an eine Romanze glaubt er in diesem Jahr aber nicht. Ob Philipp mit dieser Einschätzung recht behält, können die Dschungelfans schon bald selbst überprüfen.